Kupferstücke, Erfahrung. Ich brauche die Varias eigentlich nicht mehr so wirklich. Aber wir gehen dann jetzt erst einmal. Wir müssen erstmal zur Matma-Brücke und dann zum Kompass. Oder reisen wir erst zum Kompass und dann zur Matma-Brücke? Hier am Kompass soll es nämlich jemanden geben, den wir besiegen müssen. Und an der Brücke. Und dann hoffe ich mal, dass das mit den Kopfgeldjägeraufgaben war, endgültig. Oder wir vielleicht noch eine Imba-Kopfgeldjägeraufgabe kriegen, höchstens. So, wir müssen hier jemanden finden. Kopfgeldjäger-Quests. Du bist bei der Matma-Brücke. Du hier. Piratenkapitän, raue Teilpiratenkapitän. Unlocks Kompass angelegt. Wo könnte der anlegen? Hier eigentlich. Direkt am Kompass. Einen anderen Ort kann ich mir gar nicht vorstellen, wo er angelegt haben könnte. Hier haben wir schon alles untersucht. Der tolle hochnäsige Reisende, der einen Haufen Leute in den Tod gestürzt hat, ist hier gestorben. Das Xaurib-Lager ist immer noch leer, was es sein sollte. Der einzige Ort, wo er anlegen könnte, wäre dieser Pier hier. Wo wir vorher Untoten begegnet sind. Ja, das kann ich mich noch gut dran erinnern. Einen anderen Ort, wo er anlegen könnte, fällt mir nämlich jetzt gerade irgendwie nicht ein. Aber nee, hier ist er nicht. Na gut, das wäre vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn er hier anlegen würde. Na, er könnte sich auch in der Höhle hier verstecken. In der Korallenhöhle. Bezweifle ich aber auch irgendwie. Obwohl. Versuch macht klug. Dann gucken wir mal in die Höhle rein. Light, flame and sound. Die würde eigentlich passen für eine Piratenbande. Rautai-Mörder, Rautai-Plünderer, da ist der Captain. Ich bin der Captain. Ja. Light, flame and sound. Du bist der Captain. Gut. Ich würde am liebsten gleich da mal einen dicken Feuerball reinschmeißen. Was bist du? Reinigende Flamme. Beschleunigt die Ziele für alle allzugängliche Effekte. Ja. Kannst du das machen, ohne dass man dich entdeckt? So. Okay. Dann zauber jetzt mal Heilige Macht. Au, was war das? Warum wurde Edda so durch die Gegend geboxt? Okay, du mach mal wieder. Als Feindes, nein, mach du mal wieder das hier. Durens, geringe Fürbitte. Mach mal das. So, wir haben 5, das heißt, wir können mal was Böses rufen. Gewehr verbündeten? Nein.
Rufen wir mal einen Opa. Oder zwei Opa. So, und jetzt kloppt mal den verkehrten Captain um. Palegina, du halt mal du rennst. Ja, weil der Captain kriegt ordentlich als auf die Ömmel. Und leider zwei Kampfogern. Und der Captain ist weg. Jetzt sind aber auch meine Ogern wieder weg. Rautai-Ondrit. Na, mach mal den weg, der heilt stauern. So. Die Freibeuter sind nicht so wild. Irgendwie sind die Fernkämpfe immer da am einfachsten. Während meine Fernkämpfe irgendwie immer den meisten Schaden machen. So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ey, da sieht ziemlich kaputt aus. Wir haben... das da, wir haben Geflügel, Weizen, so sehr viel Geld, Silberluske, Silberluske, Kupfer. Wir haben eine gute Streitaxt, guter Dolch, gute Brigadine und gute Schuppenpanzer. So, ja, hier oben haben wir noch eine einzigartige Arkebuse, Trank der Macht. Tag des unheimlichen Schützen. Geld, Geld, Feuchtspore und ein Gegenstand. Gut. So, erstmal den... oh, du hast schon den Wolkenstecher. Welcher ist denn besser? Die sind beide relativ gleich gut. Wobei, du machst mehr Schaden. Bist sogar schon hervorragend. Du bist nur gut. Angriffsgeschwindigkeit... dir könnten wir halt noch Brennschaden geben. Und dann wärst du perfekt. Ja. Na, leg du mal den Wolkenstecher an. Behalte aber den da dabei dir. Du den da. Du kannst die Regenerationstränke haben. Akebuse markieren, verwirrend, außergewöhnlich, Schadensreduzierung, Unterbrechung schwach. Vergleichen wir mal. Machst geringfügig mehr Max-Schaden. Genauigkeit verursacht Verteidigung außergewöhnlich. Du bist schon hervorragend eigentlich. Aber sieht sicher cool aus, wenn du die noch auf dem Rücken mit rumträgst. So, als Waffenmeister, wo bist denn du, Hagrim? Ja. Ja, das sieht irgendwie cool aus, doch so eine Knarre auf dem Rücken zu haben. Jo. Ja. Gut. Damit wäre das Kopfgeld schon mal erledigt. Das schwierigste Kopfgeld war tatsächlich dieser Kult in den Nordlandschaften. Aber ja, was will man machen? Druiden sind nervig. Außer der eigene, weil ich weiß, wie man die umgehen soll. So. Und ich glaube, ich werde irgendwann mal das Spiel auf normal oder einfach durchspielen als Solo. Gibt es nämlich ein paar nette Achievements, die man so kriegen kann, also Steam Achievements. So, jetzt erstmal zur Brücke rüber. Dort müssen wir ja auch noch nach einem Kopfgeld suchen. Was relativ einfach sein dürfte, da die Brücke kaputt ist, immer noch wahrscheinlich.
Und es ja keine Höhle oder so gibt hier. Gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Sagadi beendet Eskorte für Bittsteller. Sehr schön. Sie könnten sich höchstens hier oben verstecken, hier drüben oder da unten. My thoughts will be as silent as my feet. Gucken wir erstmal hier oben. Wobei hier oben waren die. Hier oben waren die Trolle. Jo. Wie sieht es eigentlich mit ihr aus? Na, nicht mehr viel, nur noch 1800 Erfahrungspunkte. Ja. Dürften wir hinkriegen. Und dann ist die Gruppe ja Maximum. Also alle in der Gruppe. Wenn es sein muss, nehmen wir sie halt ein, zwei Etagen. Oh. Ederianischer Zuchtmeister. Okay. Ederianischer Sklavenhalter. Wolfbegleiter, Scharfschütze, Zuchtmeister. Wow, das sind aber viele. Okay. Du rennst, du machst erstmal Macht. Du versuchst wieder, wie immer, deine Kontrolle. So. Okay, das war... Nee, das war einer von den gegnerischen. Gut. Du rennst, du machst mal irgendwo dein Verbot hier rein. Du rennst, du heilst mal. Okay, das sieht schon mal nicht so toll aus. Kana, Ogre. Ich versuche mal hier einen Wurm zu beschwören. Oder halt zwei. Palegina, Heilung. Durenz, mach mal etwas größere Heilung. Und dann versuch du mal Kanna wieder zu beleben. Rang, Rang, besser ist das. Und Kanna, jetzt beschwer dich mal Ogre. Ederianischer Priester, oh, die können nervig sein. Ah, und Durenz ist ausgefallen. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Okay, Matma-Brücke, automatische Speichern. Wie gehen wir das jetzt am besten an? Einfach reinstürmen ist eine schlechte Idee. Es sind sehr viele, das ist auch nicht, dürfen wir auch nicht verachten. Wir brauchen Buffs, wir brauchen Schadenszauber, wir müssen alles gucken, dass wir alles rausholen, was wir rausholen können eigentlich. Ja, das hier hatten wir schon mal, das war gar nicht von der Eskorte zurück ist, ja. Die Brücke ist ja immer noch hinüber. Ja, die Leute warten hier immer noch. Jo. Die Brücke wird wahrscheinlich in 100 Jahren nicht repariert werden.
So, einmal Quick Saven. Ich müsste eigentlich theoretisch zuerst die blöden Priester ausschalten. Die machen mir nämlich das Hauptproblem. Genau solche hier.